Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Herz, Seele, Ball. Das ist die Ausgabe für den Sonntag. Klar, ich bin vor einer guten Stunde nach Hause gekommen, habe jetzt Schalke noch geguckt bei Union Berlin 0-0. Wie sagt man immer so schön, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Ich glaube, das wird nichts mehr mit Schalke. Puh, bittere Erkenntnis. Also du musst dann so ein Spiel auch zwingend mal gewinnen. Ich glaube, ich habe nicht eine echte Schalker Torchance gesehen. Eine echte, meine ich. Wirklich nicht. Ist das ein Trost? Dortmund gewinnt auch nicht. 2-2 gegen Hoffenheim. Und Hummels ist schier ausgeflippt, hat die Kritiker kritisiert. Wir werden in Schutt und Asche geredet. Nee, das ist zu wenig. Einfach für die Ansprüche und für das viele Geld, was man in Borussia Dortmund reinpumpt. Finde ich auch. Aber Herr Hummels, ausgeflippt. Gut, darüber kann man noch viel lesen, viel hören. Ich zeige euch jetzt zunächst mal... Nein, kleinen Augenblick noch. Also Frisur lässt nach, ja, das ist klar, das ist Corona-bedingt. Aber 1. März, die Friseure öffnen wieder. Ich werde mich um einen Termin bemühen. Und dazu gibt es folgenden O-Ton und wie groß die Freude über diese Sache ist. Bitte, Martin, den O-Ton einblenden. Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass ab dem 1. März Ihr Friseurbesuch... Jubel, 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 wir dürfen wieder zum Friseur. Witzig gemacht, finde ich, ja. Auch wenn das natürlich in einem ganz anderen Zusammenhang steht, dieser Satz. Ich war ja in Leverkusen und, ach, was soll ich groß reden? Ich zeige euch mal, wie ich meinen Kollegen Tom Bayer auf dem Parkplatz in Empfang genommen habe heute. Also hier, als ich losfuhr, minus 7 Grad, aber ich glaube, das sage ich auch alles in dem kleinen Film. Bitte. Bei minus 8 Grad in der Eifel losgefahren und hier scheint die Sonne, das ist Leverkusen. Hier sind es 0 Grad. Ich war schon beim Hygienetest und da müsste mein Kollege Tom Bayer gerade vorgefahren sein und die Spannung steigt. Ist es Tom Bayer? Ja, es ist Tom Bayer. Ich habe ihn sogar mit der Maske wiedererkannt. So, wir arbeiten. Tom, freust du dich schon auf die Arbeit? Ja, natürlich. Super! Temperaturen super, man braucht da gar keine Jacke anzuziehen. Nein, nein, nur Mundschutz ist wichtig. Das machen wir ganz locker. Ja, so war das. Tom Bayer hört leider auf mit Ende der Saison, hat auch 30 Jahre in diesem Job gearbeitet, Hörfunk gemacht, Fernsehen gemacht, einer der liebenswerten Kollegen, auch einer, der von der menschlichen Seite her komplett angenehm ist. Darf ich auch mal sagen an dieser Stelle. Danke, Tom, für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit. Freue mich, dass du mein Kollege warst und noch bist natürlich. So, und 2-2. Die Mainzer in den letzten 5 Minuten kamen sie zum Ausgleich 0-2 zurück. Das fand ich fabelhaft, dass sie das noch geschafft haben. Und was ich nicht so fabelhaft finde, ist, wenn ich dann Herrn Bosch, Peter Bosch, den Trainer von Leverkusen interview. Wenn es da nicht so gut gelaufen ist, ist der sehr, sehr einsilbig, sehr einsilbig. Also keine Antwort länger als 12 Sekunden. Aber es kann auch sein, dass es an meinen komischen Fragen lag. Er war aber auch einfach angefressen. Generalaussage von ihm. Wir haben nicht gut gespielt und wenn du in der 85. Minute 2-0 führst, darfst du nicht noch 2 Punkte verlieren. Hat recht. Also insofern alles in Ordnung. Ich hatte mich sehr gefreut, diesmal auf den Einsatz, weil Herr Löw sollte zum Halbzeitgespräch kommen und dann die Schreckensnachricht. Der Dienstwagen von Herrn Löw, ein VW, platt, liegen geblieben auf der Autobahn, kam nicht mehr weiter. VW. Die laufen und laufen und laufen und laufen doch, so war das früher in der Werbung. Und der bleibt einfach liegen. Und der Herr Löw wird ja da nicht einen haben mit 250.000 Kilometer auf dem Tacho oder so. Das ist eine Schreckensnachricht gewesen. Kein Verlass mehr auf VW. Naja, das passiert, glaube ich, jedem Mal, jedem Auto mal. Ganz normal. So, ich saß heute, es war bitterkalt, ehrlich, bin jetzt noch durchgefroren, saß den ganzen Tag mit... der Mütze am Spielfeldrand. Und ich bin Mützentyp, finde ich. Das wird doch gerade wieder deutlich, wenn ich euch das hier so zeige.
Ja, man muss auch Mut zur Hässlichkeit haben. Hab noch einen kleinen Tipp. Morgen werde ich euch vorstellen, dieses schöne Buch hier, das ist wirklich was Tolles. Geschrieben von meinem Kollegen Thomas Wagner zusammen mit Ralf Friedrichs, einem Kölner Fußball-Original, wenn ich das mal so sagen darf. Aber was heißt geschrieben? Nee, das ist was Neues. Die Fußball-Thekenphilosophen, die haben geredet und dann wurde das aufgenommen und dann haben sie die Texte einfach wiedergegeben. Und was ich ganz besonders schön finde an diesem Buch, über das ich eigentlich morgen ausführlicher reden wollte, es sind viele schöne alte Zeitungsartikel darin und für mich auch die eine oder andere lebhafte Erinnerung. Also darüber rede ich morgen nochmal. So, in diesem Sinne, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich sehe ein bisschen aus wie Zwergnase mit der Pudelmütze, fühle mich auch so. Wünsche euch einen schönen Sonntag. Es ist Valentinstag. Verschenkt irgendwas Schönes? Nein, eigentlich ist Blödsinn. Valentinstag. Bitte schenkt an den anderen 364 Tagen euren Frauen was, aber nicht am Valentinstag. Irgendeiner hat das erfunden, dieser Zwang. Ich finde es doof. Was werde ich denn schenken? Na, vielleicht eine CD von Helene Fischer. Oh, die kriege ich auch noch um die Ohren dauern. In diesem Sinne, tschüss. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.